Hallo, herzlich willkommen hier bei Blood of Play. Ich bin der Lutz und wir spielen jetzt hier weiter Star Trek. Oh nein, warum mache ich das jetzt gerade so euphorisch? Egal, wir werden gerade vom Admiral gerufen mit der richtigen Mission, und zwar diplomatische Befehle. Na, die kennen wir schon. Aber naja, was soll's. Ja, bla, mein Auftrag, bla. Schon klar. Bla, 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 bla. 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 Okay. Wir kriegen. Ah, ein paar Sitzschutz, okay. Ja. Ach, wir akzeptieren es einfach. Fliegen nach Pyjem. Ach, Quatsch, Pyjem bin ich bescheuert. Wir sind natürlich noch im Vulkan. Das habe ich sogar schon gespoilert. Es tut mir sehr leid. Na, dann tuckeln wir mal mit unserer Steamrunner nach Vulkan. Mit einem Affenspeed von Warp 5. Ja, Warp 5. Heilige Scheiße, Warp 5, ja, das kann noch eine Weile dauern. Wie gesagt, es kann noch dauern. Please hold the line. Oh, wir sind da. Wow, wir sind angekommen. Ich bin beeindruckt. Denke, fallen wir unter Warp. Kriege ich schon wieder einen Ruf? Sage ich es nicht. Ja. So, oh, da geht ein Galaxy Dreadnought unter Warp. Cool. So. Gut, dann wollen wir mal runterwärts. Ab in Shuttle. Dann gucken wir uns da unten mal um. Wir sind bereit, auf Vulkan zu landen. Das ist ja ganz toll. Sag bloß. Cutscene. Starfleet Shuttlecraft, this is Vulcan Orbital Control. You are clear to land at the requested coordinates. Welcome to Vulcan. Please enjoy your stay. Ja, wenn man das bei euch Vulkanien kann, genießen, ist ja eigentlich eine Emotion. Egal. Naja. Boah, also bis man hier mal so landet, mein Gott. Jo, wir gehen da jetzt zurück zu dem Botschafter, keine Sorge. Aber vorher machen wir noch einen Abstecher zu einer Kleinigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch den Part zu Miniverse Feeling schon gesehen hat, Part 2. Ich gehe trotzdem noch mal hin. Mir ist aufgefallen, auf New Romulus steht ja auch so eine Statue. Also, wenn man in die Adventure Zone da fliegt. Adventure Zone, wow, das war jetzt auch gut Deutsch. Naja, egal. Vor allen Dingen fliegt runter, beamt. Mein Gott, mein Deutsch ist heute mal wieder auf. Naja, Höchstleistung. So. Da gucken wir uns ganz kurz nochmal die Statue der Statuen an, die sie hier ins Dorf für Leonard Nimoy gemacht haben. Live long and prosper. So, genug geguckt. Wie gesagt, wer jetzt zu mir Wars Feeling schon gesehen hat, der kennt die ja schon. Und dann machen wir jetzt mit Luna Bergsteigerei. Ach, ich hier gerade den Trade sehe. Ich werde ja das noch abändern. Da war ja was. Egal. Ach, lange Wege. Kein Kommentar dazu. Doof. Kommentiert ihr euch mal hier so einen Weg hoch? Das ist schon, naja. Da kommt uns ein Zivilist entgegen. Hallo Zivilist. Immer schön logisch bleiben. Warum? Keine Ahnung. Weil mir gerade nichts Besseres einfällt, als das zu sagen. Gut, wir sind gleich auf der Spitze. Wir können gleich mit dem Botschafter quatschen. Handelt sich nur noch um Stunden. Jahre. Dekaden. Hey, wir sind oben. Hallo Botschafter. Ich soll Sie abholen? Welcome to Vulcan. Vielen Dank. Do you have any questions? Ja, sind Sie bereit zum This is ridiculous. Access to Pajem is strictly limited to preserve the sanctity of the monastery. No outsiders are permitted to land without the expressed permission of Savin, the leader of the order of the priest that maintains the planet. Ordinarily, this would not present any difficulty. But Savin has chosen this moment to illogically question my visiting the monastery. He is refusing to grant leave for me to meet with the abbot at Pajem. Ach, na gut, dann nicht. Dann beenden wir jetzt hier die Mission. Kein Problem, aber nein. If I do not complete my journey to Pajem now, I will have to delay it until after the trade conference at Coradin is complete.
And that could take weeks. Dann warte doch eben doch ein bisschen. Also ich meine, ich hab's jetzt nicht eilig, dich darüber zu fliegen. I fear I've spent too much time off-world. While I find it easy to deal with others, my own people can be stubborn. Ja. Perhaps you could speak to Savin. I know he has a great deal of respect for Starfleet, and you might have an easier time than I have. Natürlich soll ich ihn jetzt fragen, ja? Gut, dann hat's mal zu dem rüber. Hallo Savin, der inkompetente Vollpfosten da will was von dir. Dürfen wir rüber nach Pigeon fliegen? So, jetzt müssen wir wieder zu dem Vollpfosten. So, ich hab gefragt. Do you have any questions? So, und dann fragen wir ihn doch gleich mal, warum Savin ihm nicht traut. How should I know? He is a small man with small concerns. Thankfully, he has listened to reason. And our journey won't be delayed any longer. I am ready to leave now. Is the shuttle prepared for departure? Ja, schon seit 20 Minuten. Immer diese Kundendienste, die man hier machen muss. So. Hast du jetzt gesagt, wo du deine Socken in welche Schublade du die tust? Meine Güte. Geht's jetzt hier nicht mal los? So, your inventory has a replicator that will allow you to buy and. Ich weiß. Ich nutze bloß den Replikator nie, weil ich immer mir so denke, wie kann ein Replikator in einem kleinen Inventory sein? Okay. Lass mal das dabei. Wir haben ein Inventory, ein Replikator. Warum nicht? So, einmal Shuttle zum Abflug bereit machen. Starfleet Shuttlecraft, we have logged your flight trajectory, and you are cleared for departure. English. Live long and prosper. Naja, Kaplan und so. Achso, das waren ja wieder die Klingon. Da war ja was. Hallo, Botschafter. I need to meditate and prepare for my meeting with the Abbot at Pajem. If you have no objections, I will retire to my quarters. Please notify me when we have arrived at our destination. Once again, you have my gratitude for your assistance. Ja, dann gib mir mal 100 Millionen EC. Würdest du das machen? Ich denke nicht. Okay. Ich will bloß noch auf meine Brücke zurück. Das ist ein nerviger Akt hier. So, System verlassen. Kriegen wir jetzt endlich ein bisschen Action? Ich hoffe's. Wir warpen erstmal aus dem System. Da gucken, was passiert. So, jetzt dürfen wir nach Pigeon fliegen. Yay, endlich. Und da beginnt unsere Reise. Mit unserer Steam Runner. Tuckeln wir uns nach Pigeon. Wir tuckeln. Ach Leute, ich will meinen Warp 9 wieder haben, beziehungsweise meinen Slipstream. Ey, wie wird das erst mit Season 10, wenn der Sektorblock dreimal so groß ist, wie er jetzt ist? Ach, Mann. Ich grusel mich davor. So, diplomatische Befehle fortfahren. Mal gucken. Was passiert jetzt? Welche zerstörerischen Elemente warten auf uns? Auf jeden Fall sind hier schon mal merkwürdige Energiesignaturen. Wir scannen sie jetzt. Und herauskommen drei klingonische Birds of Prey. Wie überraschend. Ja, die Klingonen rufen uns. Das ist doch schon mal toll. Sie haben einen widerlichen Formwandler auf ihrem Schiff. Deep Space Nine ist in einer anderen Richtung. Wobei ist das eine Station? Was meinen Sie jetzt überhaupt? Ja, ich klicke das hier bloß schnell durch. Für diejenigen, die das interessiert, wer die Undinen sind. Ich sag nur so viel, wer Star Trek Voyager geguckt hat, wird sie kennen. Es ist nämlich die berühmte Spezies 8472, die Borg leicht zerfetzt haben. Also, die von dem Borg, andersrum, die Undinen haben die Borg leicht zerfetzt. Jetzt. Ach, egal. So, rote Alarmschilder hoch. Wir müssen uns natürlich mit den Klingonen prügeln.
Ja, ich frage mich sowieso immer noch, warum die so tief im Föderationsgebiet sind. Die Föderation scheint den Krieg gegen die Klingonen wirklich zu verlieren. Ich meine, die sind jetzt noch 10 Lichtjahre von der Erde entfernt. Obwohl, wenn ich mir das so angucke, so schnell wie die sterben. Okay, Stone-Logik. Ach, keine Ahnung. So, war's das? Wir dürfen jetzt endlich zur Planetenoberfläche. Ich bin ja beeindruckt. Dann gehen wir mal auf die Reise. Also auf die Suche nach einer Undine. Wer wird wohl die Undine sein? Ich guck ja keinen an. Egal, machen wir erstmal die Klingonen da oben platt. Schön guten Dach. So, jetzt muss man das Dings da unten sortiert. Und mein Gott, haben die uns was entgegenzusetzen, nämlich gar nichts. Ich bin ja beeindruckt. Ihr wollt Krieger sein, ihr leidet unter dem Fallsyndrom. Oder so, ich habe keine Ahnung. Jetzt gucke sich das einer an. Und mit sowas waren wir alliiert im Dominion-Krieg? Ach du Scheiße. Kein Wunder, dass wir den am Anfang verloren haben, den Dominion-Krieg. Egal, machen wir weiter. Ja. Aus Miete halt herbeam. Wenn ihr schon nicht richtig kämpfen könnt, dann versucht das mit Tücke oder was. Okay, die sind auch schon tot. In Ordnung. Wie ist es jetzt hier im Föderationsgebiet? Warum verläuft der Krieg für die Föderation wirklich so schlecht? Ich verstehe es nicht. Egal. Naja, kriegen eine Nachricht, ja. Sie haben Post. Irgendwas ist mit dem Botschafter. Er ist tot. Warum ist der Botschafter so... Naja, tot. Wir wissen es nicht. Wir sind leider gescheitert, den Botschafter, den wir auf dem Schiff hatten, festzunehmen. Ja, warum wohl? Such emotion on your face. I see now my deception has been exposed. Pity. Capturing the abbot so we could replace him as well would have been beneficial. But we are strong. We will prevail. You are weak, and the weak shall perish. Warum habe ich mir das eigentlich gedacht, dass der die Undine ist? Naja, das war's dabei. Es war offensichtlich, aber na gut. Kumpel, fliegende Granaten für dich, gratis, weil du uns so schön verraten hast. Ich habe schon im letzten Part, bei Minion Wars für ihn gesagt, es ist schon komisch, wie emotional dieser Botschafter war. Und jetzt haben wir endlich herausgefunden, dass er eine Undine ist, nachdem uns die Klingonen das gesagt haben. Why should I trouble myself with such insignificant beings, when the Klingons will do my work for me? Ich meine, lernen die das nicht in der Akademie, dass Vulkan ja eigentlich emotionslos sind? Warrior, egal. Prepare for battle. Yes. There is a group of Starfleet officers behind me. One of them is the foul shapeshifter. I'm returning to the ship. Don't let them leave this planet alive. Ja. Yes, sir. Mit dem paar Fliegen wirst du uns nicht aufhalten können, mein Lieber. Egal, machen wir so platt. Wir müssen hinter einem Botschafter her. Wie wird die immer gleich vaporisieren? Wow. Ja, ja. Ich sag ja, die paar fliegen da. Los, nächsten Leute vaporisieren hier. Ja, der ist leider nicht vaporisiert worden. Ja, auch nicht schade. Naja. Kein episches Ende für diese etwas schwächelnden Klingonen. Ich würde sagen, die leiden unter Blutweinentzug. Was sagt ihr?
Der ist schon wieder. Nein. So, kriege ich jetzt mein Gebietsscan? Danke. Ja, wie überraschend. Ein Undinenschiff ist gerade dabei, unser kleines Teamrunner anzugreifen. Wer hätte das gedacht? So, wir sollen jetzt ein Signal an die Undinen schicken. Für unseren Delta-Auftrag. Zack, erledigt. So, jetzt kommt der Punkt, den ich so verwirrend finde. Wir senden den Undinen eine Nachricht, dass die Ukonianer sie manipulieren. Wir schießen trotzdem noch aufeinander. Ich glaube nicht, dass die Undinen uns die Nachricht abgekauft haben. Den so ganz. Gut, genug der Gehässigkeiten. Konzentrieren wir uns etwas mehr auf den Kampf. Warum kämpfe ich eigentlich richtig gegen die? Praktisch nicht. Ich weiß eigentlich, müssen wir auf die Verstärkung warten. Au. Ey, pass mal auf, meine Hülle geht kaputt. Sag mal, spinnst du? Und die. Immer wütend. Immer auf Kampfbereitschaft. Machen wir die jetzt ein für alle mal kaputt. Unsere Verstärkung ist da. Unsere Verstärkung besteht aus, ich würde gerade sagen, einer Constitution Platte. Wir haben den Kampf schon so gut wie verloren, aber es sind nur zwei normale Kreuzer. Keine Constitution Platte. Ich würde eigentlich die Gehässigkeiten aufhören, oder? Los, komm ich hier. Oh, ich hab nur 1% Hülle. Und wir haben einen Server Not Responding. Einen wunderschönen Server Not Responding. Hui, leck. Jetzt habe ich erstmal ein Techniker-Team mitgeschrieben bekommen. Okay, alles klar. Das war jetzt höchst interessant. Wow, die Undinen setzen uns ganz schön was entgegen. Da können sich die Klingonen echt mal eine Scheibe von abschneiden. Uiuiui. Ah, schon wieder. Das war wirklich gut. Alles klar. Die halten ganz schön was aus. Und jetzt bin ich doch nochmal gestorben. What? Jetzt. So, rauch. Schmeckt das erst jetzt wie kalt serviert wird. Und das wird es doch gewesen sein. Nein. Okay. Jetzt ist er aber. I don't know if my name was to the message. Maybe it will make a difference. The Undead ultimately want to keep Floyd's space free from outside influence. When Catherine Janeway first encountered them in the Delta Quadrant, she promised we would stay away. And we held to our end of the bargain until the Undead sent agents to infiltrate our governments. But the Undead only sent those agents because the Iconians fooled them into thinking we were invading fluidic space first. We were both deceived. This is a tragic series of misunderstandings that has led to wars and countless deaths. And it's all the Iconians' fault. They used the Undine to destabilize our alliances and set the stage for their invasion. So, das war also jetzt die Ansprache. Und hier auch nochmal ein kleiner Hinweis. Catherine Janeway war eigentlich auch die, die den Krieg mit den Undinen angefangen hat. Ja, ich weiß, die Borg haben zuallererst die Undinen angegriffen, aber wir haben uns mit den Borg alliiert. Und dadurch ist eigentlich die Föderation mit diesem Krieg gerissen worden. Eigentlich könnte man glatt sagen, dass die Undinen Janeways Worten vielleicht auch nicht so ganz getraut haben, dass sie sich so leicht manipulieren lassen. Ja, leider ist die Story ja ein bisschen anders, aber gut. Gut, einkommende Nachricht. Ach ja.
Captain Talin von der USS Kirk. Ich habe jetzt eben schon Captain Kirk von der USS Kirk gelesen. Ich wollte gerade schon aus dem Fenster springen. Ja. Den Namen, diesen Mann, dieses Schiff, den sollten wir uns merken. Wir warpen aus dem System und rufen Starfleet. Dass Captain Catherine Janeway's tolle Diplomatie gescheitert ist, dass die Undinen uns infiltriert haben. Obwohl, das wissen wir ja schon. Naja. Man geht unter Bord und sieht erstmal so einen fetten Borg-Kubus vor dem PGM-System. Ja, warum nicht? Ja, hallo, Admiral. Ja, der Undine, die Undine war ein Botschafter, ja, also. Scheiße gelaufen, ne? Ich hätte jetzt ganz gerne trotzdem meine Belohnung. Congratulations. So, das war also jetzt zum zweiten Mal diplomatische Befehle. Wir machen dann definitiv in der nächsten Folge weiter mit, wir haben es eben schon gesehen, Versteckspieler. Verschlüsselte Nachrichten eines undinischen Spions haben sie in einen weit entfernten Nebel geführt, wo der Feind auf sie lauert. Weit entfernt? Wir müssen, glaube ich, ins... Ja, hier unten ins Lakey-System. Und da oben ist die Erde. Das ist nicht sehr weit. Ich meine weit, wenn wir hier mal auf die Galaxiekarte gucken. Ach, egal. Ich nehme es mal wieder zu wörtlich. So, dicht, dicht, dicht. So, wir sehen uns das nächste Mal bei Versteckspielen. Mal gucken, was kriegen wir denn Schönes. Im Impulsantrieb, im Phaser und ein bisschen Dill. Okay, wir machen so hin. Wir sehen uns dann irgendwo da draußen wieder. Bis dann. Schausen. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Worf?